Wie erstelle ich eine einfache Genehmigung über den Genehmigungen-Hub in Microsoft Teams? Zunächst öffne ich die Genehmigungen-App in Microsoft Teams. Mit dem Button Neue Genehmigungsanforderung kann ich einen neuen Workflow starten. Ich fülle den Namen der Anforderung aus, wähle aus, wer genehmigen muss und trage gegebenenfalls weitere Details ein und füge eine Anlage hinzu. Mit dem Button Senden sende ich die Genehmigung ab. Im Genehmigungen-Hub finde ich die Anforderung im Bereich Gesendet. Hinweis: Genehmigungen, die über Power-Automation erstellt wurden, werden ebenfalls im Hub angezeigt. Jetzt wechseln wir die Sichtweise hin zum Genehmiger. Wer genehmigen muss, wird über eine neue Anfrage informiert. Er kann eine Textinformation eingeben oder mit den entsprechenden Buttons die Anfrage ablehnen oder genehmigen. Ich wünsche euch viel Erfolg damit.